LKW-Fahrer schlendern über den Asphalt, statt zu fahren. Wieder Protest an der Raststätte Gräfenhausen. Die Trucker aus Osteuropa streiken seit gut einer Woche. Es geht um viele tausend Euro, die sie nach eigenen Angaben noch von der Unternehmensgruppe Masur bekommen. Wir sind bereit, hier zu bleiben, bis wir unser ganzes Geld haben. Unser Reporter Franco Foracci hört sich für euch um. Wenn sich heute keine Lösung abzeichnet, dann gehe ich mal davon aus, dass es ähnliche Verhältnisse werden wie im vergangenen April. Und diese Verhältnisse sind ganz schön eskaliert. Was sagt ihr zum Arbeitskampf der europäischen Trucker? Schreibt es uns. Aber erstmal erzählen wir euch von Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, alles über den zweiten Fahrerstreik bei Gräfenhausen und was sich tun muss. Michael Mampori aus Tiflis ist sauer. Er wartet seit Wochen auf sein Geld. Auf seine Mahnung habe der Auftraggeber, der zur Speditionsgruppe des polnischen Unternehmers Lukasz Masur gehört, nicht reagiert. Wie viele Menschen hat er damit schon unglücklich gemacht? 120 Menschen stehen hier, Fahrer aus Georgien, Usbekistan und Tadschikistan. Sie wollen die geladene Ware nicht ausliefern, bis sie ihre Kohle haben. Allerdings, momentan versuche jeder auf eigene Faust eine Lösung zu finden, kritisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund. Die Fahrer verhandeln im Moment einzeln mit Herrn Masur. Es gab auch einzelne Zahlungen. In der letzten Woche sah das alles schon ein bisschen besser aus. Seit dieser Woche stockt alles. Es scheint ein Geschäftsmodell zu sein, weil mir kann doch niemand erzählen, dass das Ostern passiert und dass das jetzt wieder passiert. Es ist jemand, der macht das systematisch so. Leider ist er auch kein Einzelfall, sondern steht ein Stück weit für den Gütertransport. Im ersten Streik vor 3 Monaten rund um Ostern hatte der polnische Spediteur Lukasz Masur ein sogenanntes Sicherheitskommando eingeschaltet, um den Streik zu brechen. Mittlerweile protestieren in Gräfenhausen mehr Fahrer als rund um Ostern. Heute Morgen kommt Bewegung in die Sache, aber nur scheinbar. Es gab zwischenzeitlich das Gerücht, dass der Speditionschef Lukasz Masur aus Polen hierher kommen würde und einzelne Fahrer ausbezahlen würde. Aber wenn man die Fahrer fragt, das Gerücht sei wohl nur ein Gerücht, er kommt wahrscheinlich nicht. Und es wird spekuliert, dass es wahrscheinlich bedeuten soll, dass man die Auftraggeber ein bisschen beruhigt, die jetzt natürlich sehr stark unter Druck geraten und sagen, was ist hier los? Es muss ja irgendwie weitergehen. Denn in den Lastern liegt Ware, die jetzt in den deutschen Läden fehlt. Übrigens, nicht nur in Gräfenhausen an der A5 stehen Trucks, sondern auch an der A67 an der Raststätte Pfungstadt. Sie gehören ebenfalls zur Masur-Gruppe. Hier bei den Fahrern ist das Klima allerdings besser, anscheinend. Wir haben kein Problem mit der Firma und kriegen auch unser Geld. Okay. Der Eindruck vieler Beobachter, die Fahrer sind hier, um die Ware der Streikenden später zu übernehmen und für Masur die Werbetrommel zu rühren. Denn rosig sind die Arbeitsbedingungen für viele nicht. Das bestätigt auch Truckerin Diana Späth. Sie erzählt vom spürbaren Druck auf der Straße, Dumpingpreisen aus Osteuropa und Fahrern, die monatelang in der Kabine lebten und jeden Euro wegsparten. Im Prinzip sind es wirklich arme Hunde. Die tun mir wirklich leid. Na, weil sie haben einfach keine Wahl. Was wollen sie da drüben im hinterduftigen Land denn sonst arbeiten? Das ist ihre einzige Chance, ihre Familien zu versorgen. Na, und sie sind wochenlang nicht zu Hause und sehen ihre Familie gar nicht. Und das bisschen Geld, was sie dann verdienen, dadurch leben die ja nicht schlecht in ihren Ländern, aber sie müssen halt auch unfassbar den Gürtel hier auch enger schnallen, weil bei uns ist natürlich alles sehr teuer. Kritik kommt auch vom Netzwerk Faire Mobilität. Die Zustände seien ein Ergebnis von zu wenig Kontrollen. Den Fahrern stehe etwa in Deutschland deutscher Mindestlohn zu, auch wenn viele wie Selbstständige behandelt würden. Diese Fahrer hier fahren nicht für irgendwelche Auftraggeber in Polen oder so. Die haben Be- und Entladungen in ganz Deutschland für alle großen Firmen, die sie kennen. Und das heißt, da muss man natürlich ansetzen. Und da wäre dann auch die Möglichkeit, von deutscher Seite und von europäischer Seite wirklich Druck auf die Auftraggeber auszuüben. Um die miserablen Arbeitsbedingungen ein für alle Mal zu beenden, müsse die Politik eingreifen, fordert jetzt der DGB. Ich erwarte beispielsweise vom Verkehrsminister auf Bundesebene, dass er sich mit seinem polnischen Amtskollegen in Verbindung setzt und mit dem darüber spricht, dass Herr Masur die Lizenz entzogen bekommt.
Übrigens, auch der Bundesverband Spedition und Logistik will neue Regelungen. Die Logistikunternehmen würden angesichts des Fachkräftemangels gerne Fahrer aus Osteuropa einstellen. Aber es bremsen diverse bürokratische Hürden. Das ist eine unserer Forderungen. Bitte erkennt die Qualifizierungen, die den europäischen, den deutschen Qualifizierungen entsprechen, bitte auch hierzulande an. Dasselbe gilt für die Führerscheine, also eine einfachere Anerkennung ausländischer Führerscheine. In Gräfenhausen verhandeln die Fahrer weiter. Allerdings wird derzeit nach Ausweichplätzen gesucht, um Ärger und Störungen an der Raststätte zu vermeiden. Damit sich grundlegend was verbessert, muss aber noch viel getan werden. Haben euch diese Infos gefallen? Lasst doch ein Like da.